Ich weiß nicht, was mit meinem Schnucki heute los ist. Was hat sie? Ich verstehe das nicht. Wir sind jetzt hier an einer Surfschule angekommen. Und guckt euch mal an hier. Ich glaube, das ist das Anfänger-Surfbrett. Oder ist das ein Boot? Ist das ein Boot? Kajak? Nee, das ist ein Kajak. Oh, von wegen Surfbrett. Habe mich schon gewundert. Also man kann hier sicherlich dann ein paar mehr Boote als nur ein Surfbrett, also ein bisschen mehr mieten als nur ein Surfbrett. Hier gibt es dann Tretboote und die Tretbootrutsche. Das ist auch noch ein Motorboot. Ich denke mal, damit holen sie dann die Leute wieder rein, die nicht von alleine wieder reinkommen. Da gibt es noch mehr Surfschule hier. Das ist mal cool, ne? Man kann also hier an den Strand. Wenn man sich den ganzen Tag hier aufhält oder hier Urlaub macht oder so, also man kommt dann nach Schönberg und geht als Surfer wieder weg. Finde ich gut. Vielleicht machen wir das auch mal. Surfen kann ich nicht. Ich habe ganz, ganz früher mal ein Surfbrett gehabt. Also so ein Schiff von Surfbrett. Da habe ich das Segel auf der einen Seite hochgezogen und bin mit dem Segel auf der anderen Seite direkt ins Wasser gefallen. Und das war's. Da habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich. Mal gucken. Im Alter ändert man sich ja auch mal, ne? So, aber ich finde, das sieht ganz geil aus hier, so, ne? Oder? Mein Schnucki ist da. Und was macht die Laune? Ich glaube, jetzt ist sie wieder gut drauf, oder? Nein. Doch, guck mal, die Sonne scheint. Was hast du? Hast du Hunger? Willst du was essen? Wollen wir schon Pause machen? Nee. Wollen wir noch in die Richtung ein bisschen gehen und dann wieder zurück? Aber wir gehen, und dann? Wir gehen jetzt hier am Strand ein bisschen weiter, weil die Sonne über das Meer sich noch mal hier ein bisschen reflektiert und dann werden wir doppelt gebräunt. Allerdings erstmal nur von hinten und auf dem Rückweg dann von vorne. Aber wir müssen ja noch mal sehen, 5250 haben wir gleich, 2500 hatte ich. Noch mal doppelt so lang in die Richtung, wie wir bis jetzt gegangen sind. Und dann wieder zurück. Und dann gibt's Frühstück. Was mit Decke? Decke brauchen wir nicht. Wir setzen uns hier auf die Steine irgendwo. Dann habe ich noch ein Handtuch hier hinten drin. In meinem Rucksack. So. Oh, guck mal, hier hinten. Wir haben den ganzen Strand für uns. Aber das Ding ist, guck mal, hier ist der Strand. Der Sand schöner, ne? Man kann hier gut barfuß laufen. Weil da hinten sind mehr Steine. Hier geht's. Ja, ne? Ja. Und ich habe meine Schuhe noch an. Für mich geht's auch mit Steinen. Aber ich habe überlegt, ob ich gleich mal mich entkleiden werde. Ich werde mich entblößen. Baden gehst? Nee, sonnen. Weil ich diese Doppelbräunung da hinten mitnehmen will. Könnte ich aber auch. Ich habe auch ein Bikini an. Echt? Ja. Dann lass doch hier. Das ist ein bisschen kühl, aber da muss man vielleicht joggen gehen, ne? Mal sehen, was wir gleich machen. Wir haben ja noch ein paar Schritte Zeit zum Überlegen. Das Problem ist nur, die Sonne, die steigt ja langsam so da hoch und nachher kriegen wir keine Doppelbräunung mehr. So rückwärts gehen, genau. Ja. Wer zuerst hinfällt. Oh, ich muss hier schon wieder so einen Windschutz machen, hier mit meiner Hand, so hinter der Kamera, damit ich möglichst nicht so viele Windgeräusche kriege. Leute, ist schon mal jemand hier auf so einer Mole lang spaziert? Ich kann jetzt daneben gehen hier, bis ganz hin zur Mole. Früher, da haben wir hier als Kinder Krebse gesammelt hier zwischen den Steinen. Das war hier die Tagesaufgabe. Die ganze Zeit immer mit den Armen zwischen den Steinen rum und da irgendwas rausfischen. So, und hier habe ich meinen Strand gefunden, ne? Ja, der Sand ist noch ein bisschen nass. Und ich müsste da vorne hin. Und da habe ich jetzt keinen Bock drauf, oder? Habe ich da Bock drauf? Oder das ist alles hier so. Ne, das geht ja. Ja. Nee, das ist mir zu weit. Und es passt mal überhaupt nicht in meine 2500 Schritte, die ich jetzt erst habe. Nee. So, mein Schnucki kommt jetzt hier. Die will mich wahrscheinlich hier wieder wegholen. Gleich kommt dann sowas wie: Adrian, wir müssen unsere Schritte machen. Nein, Spaß. So. Wahrscheinlich will sie mich gleich mit Fotos quälen. Mein Schnucki hat hier jetzt mal so ein paar Bilder von mir auf der Mole geschossen. Aber die sind schön. Sie sagt, die sind schön. Sehr schön. Also ein Bild davon sieht aus, als wenn ich gerade sage, oh, ich muss mal.
Ja, kannst du da jetzt sagen. Ich habe auch gesagt, dass du mich gequält hast. Ich sollte so gähnen und so. Ja, die sehen aber gut aus. Nein. Doch, du musst das mal so machen, wie ich das mache. Also wie ich dir sage, wie du das... Ich bin doch der Fotograf und ich muss dir dann sagen, so, und jetzt den Arm weiter nach unten, nach oben, vorne, hinten, so, tschüss. Die sind schon wieder Reste von Krebs. Ja, dann haben die Fische auch, die Vögel essen die ja wahrscheinlich. Ja. Ich habe hier gerade so gedacht, vielleicht nehme ich mal von den Wellen hier so ein bisschen was auf. Das hatte ich ja auch mal in einem Video gemacht. Und dann hat gleich einer geschrieben so, das Wasser ist voll dreckig. Ja, ist es halt. Also da schwimmen die Algen drin rum. Ne? Aber jetzt sind die Wellen nicht mehr so groß, nee, genau, dass das schön aussehen würde, in Zeitlupe mal solche Wellen zu zeigen. Und dann habe ich, während ich so überlegt habe, ob ich Wellen aufnehme, habe ich gedacht so, ach ja, in meinem Video gestern habe ich ja mal so eine Zeitrafferaufnahme an den Schluss gesetzt. Und dann hat mir einer geschrieben, das passt überhaupt nicht zum Video oder irgendwie so ähnlich. Nee, aber wer das weiß, wer also ein bisschen länger hier schon dabei ist, der weiß ja, ich will gerade mal so ein paar Zeitaufnahmen hier von den Wolken machen und das, da will ich kein einständiges Video von machen. Und im Abspann, wen das interessiert, der kann das dann angucken, alle anderen können wegschalten. Also nochmal jetzt, manchmal kommt da so eine Zeitrafferaufnahme. Bloß die letzten, die ich gemacht habe, da waren halt gar keine Wolken zu sehen, ne? Da war nichts. Dann sieht man den ganzen Tag nur blauen Himmel. Ja. Also morgens Sonnenaufgang, dann irgendwann ist die Sonne weg. Aber ist dann auch schön sieht zu sehen, man noch den. Man sieht, wie die Sonne aufgeht und wieder. The Rising Sun. Ja, wirklich. Das ist eine schöne Aufnahme. So, also ich mache jetzt hier mal solche Aufnahmen nicht, weil mir die Wellen, die sind einfach zu lahm. Zu lame. Guck mal, da sind schon welche am Strand. Der Strand gehört nicht mehr nur uns allein. Nee. Noch mehr. Es werden immer mehr hier. Schon bald wegen Überfüllung geschlossen hier. Es ist Viertel vor zehn. Kann diese Kamera nicht einfach mal hinterherkommen, wenn wir in die Richtung weggehen? Ist doch nicht so schwer, oder? Immer muss ich hier wieder zurückjoggen. Mein Schnucki hat gerade noch irgendwas gesagt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie gesagt hat. So, mal sehen. Was wolltest du? Wir hätten doch auf dem Weg gehen können, dann hätten wir die Aufnahme von vorne. Ja, das machen wir auf dem Rückweg oder so. Irgendwo, irgendwann. So, und jetzt habe ich hier gerade gesehen, was ist denn hier passiert? Was sind hier für Dreckshaufen, Mann? Ja, das sind die Algen. Und Stein. Boah, so eine richtige Huppe hier. Was ist das? Ja, der genau. Hier. Das ist ja, als wenn die eine aufgeschichtet hätte hier. Sandburg? Ah, hier ist eine Sandburg. Boah, da gehen wir jetzt mal durch hier, durch die Sandburg. Durch den Canyon der Sandburg. Krass. Was für eine Sandburg. Da kann man mal sehen, das sind mal Wassergräben gewesen hier. Also hier soll mal wahrscheinlich Wasser durchgeflossen sein. Da muss das Wasser mal ein bisschen höher gestanden haben, ne? Ja, ja. Also hier war mal Wasser drin. Oder die haben das Wasser mit Eimern hierher geschleppt. Wer weiß. Ein einsames Mädel am Strand. Ja. Was ist da? Der ganze Dreck toll, hier, ne? Alles. Also ja. Da würde ich zum Beispiel nicht ins Wasser gehen wollen. Nee. Auch wenn ich dann muss man am Rand ins Wasser und dann irgendwie dran vorbei. Ja, genau, das so, 6500 Schritte haben wir. Nicht,
abzüglich der 2500, ja, die ich ominöserweise schon vorher drauf hatte, ja, macht 4000, also noch 1000 Schritte, ja, bis zur Kehrtmarke. Man darf ja nicht vergessen, wir haben auch einen Abstecher hier auf die Mole gemacht und so. Wir sollten lieber ein bisschen dranhängen. Da vorne kommt ja noch gleich irgendwo Laboe, glaube ich. Ja. Oder da hinten. Also irgendwo in der Richtung jedenfalls. Ganz mysteriös. Wir haben hier was entdeckt am Strand. Und zwar sind da die Strandutensilien von mindestens einer Person. Aber hier ist keine Person zu sehen. Weit und breit nicht. Nicht, dass die irgendwie baden gegangen ist und nicht wieder zurückgekommen ist. Oder die gehen hier am Strand spazieren und haben den ganzen Krempel da liegen lassen. Also diese eine Person, da ist ja mein Schnucki. Die ist es nicht. Ich habe meinem Schnucki gerade vorgeschlagen. Ich bin ja manchmal auch so Deko-affin. Heißt das so? Also ich kann auch Deko. Und da habe ich zu ihr gesagt, wir müssen hier ein paar Muscheln sammeln. Dann kann man so schön so in so ein Glas reintun. Ein paar Steine vielleicht noch, kleine, ja, und Steine. Dann hat Marie gesagt, nein, ich brauche keine Muscheln. Dann habe ich noch gesagt, dann noch ein Band drumherum binden, um das Glas, so einen kleinen rot-weißen Rettungsring und einen Anker. Und deine Antwort war dann, das war mal. Wann war denn das? Da hatten wir Max klein. Da hatte ich mal so diese maritime Zeit. Da hatten wir Möwen, Leuchttürme. Maries maritime Zeit. Jetzt, ja, genau, vorbei. Ja. Kennt jemand diese Muscheln hier? Oh, jetzt ist da so voll viel Kraut dran hier. Diese hier, das ist jetzt eine kleine, ne? Das gibt doch diese Schleckmuscheln, wenn da irgend so ein Zuckerzeugs drin ist. Die liegen hier überall rum. So, ich habe hier schon ein bisschen was für dich gesammelt. Ich habe sie das Waffels gefunden. Oh, geil. Und erinnern dich diese Muscheln hier an was? Nein. Schleckmuscheln. Ah, die sind aus Plastik, die anderen. Ja, aber... Und größer. Wir hatten das ganze Zeug aufgegessen und hier liegen lassen. Ja, ne? Die sind voll viele. Also, ich kenne die von früher. Wer kennt die noch? Guck mal, hier ist ein Treibholz. Pack das Treibholz an, das können wir dann im Sommer... Aber ist hier Kacke als, oder was? Quatsch, das können wir... Wo ist Kacke? Da, von irgendwelchen Möwen. Weiß ich nicht, aber im Winter können wir dein Treibholz dann zum Kamin anzünden nehmen. Ja. So, ein bisschen Sand musst du noch mitnehmen. Ja. Hier ist ein bisschen Sand drin. Hier ist jetzt nochmal die Surfschule. Und da sind wir eben dran vorbeigegangen. Und da habe ich gedacht, ich gucke nicht richtig. Ein Katamaran, den man aufpusten kann. Sozusagen ein Klappboot. Das ist ja voll auf meiner Linie hier, ne? Also da muss ich mal googeln, ob das sowas auch erschwinglich gibt irgendwie. Das wäre ja mal interessant. Es gibt Frühstück. Heute Morgen um 5 ungefähr habe ich hier unseren Joghurt gemacht mit gefrorenen Himbeeren und Erdbeeren und so. Also diese übliche Prozedur. Ist sogar noch kalt. Also jetzt gibt es hier was zu futtern. Du hast noch was zu trinken mit, hast du eben gesagt? Und wir haben uns jetzt überlegt, wir werden einfach hier jetzt sitzen, direkt neben der Surfschule hier. So ein bisschen im Windschatten von diesem Gestrüpp, Strandgestrüpp hier. Ich will echt gleich sehen, wie die mit ihrem Katamaran da wegzischen. Ja, guck mal, hier, ne? Schon was fest um den Ding darum. Oh, Schnucki, wie hast du das zugemacht? So, dass sie nicht auslaufen wie gestern. Wir haben jetzt hier schön gefrühstückt mit Frühstücksfernsehen. Hier, also das ist unser Frühstücksfernsehen hier. Und die mit dem Katamaran, die kommen jetzt auch langsam in Bewegung. Ja, gespannt. Ich würde der direkt mal ein bisschen dichter rangehen, ne? Nee, vielleicht wollen die gar nicht gefilmt werden. So bin ich ja jetzt so weit entfernt, dass man das gar nicht erkennen kann, wer das ist. Und mich interessieren ja auch nicht die Leute, sondern das Segelboot. Im Moment habe ich das Gefühl, die kommen gar nicht vom Strand weg. Die eiern da irgendwie so rum. Aber na doch, jetzt geht's los. Das Schiff mit dem Bug in die Wellen gedreht. Steigt, jetzt sind beide auf dem Boot. Das heißt, ja doch, guck mal, jetzt fährt er so ein bisschen gegen den, also gegen den Wind geht es ja nicht, aber so, die, ja, sie stehen, kommen nicht voran.
Ich würde sagen, die Stelle ist auch extrem schlecht, um zu starten. Das müssten Sie hier machen, weil da werden Sie vom Wind auf die Mole getrieben. Die können ja gar nicht Fahrt aufnehmen. Also dafür, dass es ein Katamaran ist, stehen die da fest. Aber Schlucke, Sie hatten hinten noch so ein Schwert von Helmholtz. Das ist das Ruder. Dafür müssen Sie erstmal ein tieferes Wasser, ne? Ja. Okay, also wir gucken mal, wenn die das da raus schaffen oder werden sie gegen die Mole fahren. Oder ich auf dem Strand gleich strand. Aber im Moment fahren sie doch voll auf die Mole drauf, ne? Mhm. Die haben nicht gerade die gute Startposition da. Okay, ich sitze hier die ganze Zeit so und denke mir so, also die sind ja jetzt ein paar Meter gekommen. In diese, also nach da sind sie vielleicht 5 Meter gesegelt in der letzten halben Stunde. Irgendwie wird das nichts. Und jetzt sind sie wieder auf dem Strand gespült worden. So, ich bin jetzt mal an den Strand gegangen, wollte denen mal einen Tipp geben. Aber genau das haben sie jetzt auch gemacht. Sie sind hier ein bisschen weiter rausgefahren, also ein bisschen weiter in die Richtung. Und dann etwas mehr mit halbem Wind, um erstmal auf Geschwindigkeit zu kommen. Aber das war es dann auch schon wieder. Und da vorne ist auch eine Sandbank, da müssen sie auch noch rüber. Die haben ja auch kein Schwert oder sowas, ne? Also ein Schwert ist so für das Segelboot, das, was das Segelboot dazu befähigt, so fast gegen den Wind zu segeln. Wenn man das nicht hat, wird das nichts. Ich habe da nichts gesehen. Und wenn es flach ist, kann man auch kein Schwert haben. Bin gespannt. Im Moment muss ich noch nicht so sagen, dass das unbedingt nach so einem Flitzer aussieht. Also das Ding sieht schneller aus, als es ist. An hier. Mein Schnucki hat hier die absolute Bräunungsposition eingenommen. Sie betet die Sonne an. Und was kommt jetzt raus? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird noch lustig, den, also, oder spannend, den dazu zu gucken. Die kommen ja nicht voran. Ich dachte, du wolltest ihnen helfen. Ich glaube, dann waren die schon wieder weg. Einige Leute wollen sich auch nicht helfen lassen. Also, ich will mich auch nicht aufdrängen, ne? Naja, wünschen wir dir mal viel Erfolg. Das war mal so mega spannend. Also, die sind jetzt ein bisschen raus aufs Wasser gekommen, hat lange gedauert. Jetzt dümpeln die da vorne rum. Er hat gepaddelt, ne? Ja, er ist ein bisschen mit Paddelantrieb rausgekommen. Na gut. So. Ist das wieder Jungkippen da oder kann ich nicht zurückkommen? Wollen wir mal gucken, ob wir auch so ein Ding holen? Nee. Ein Katamaran? Oder wir sind lieber mit Banana unterwegs, ne? Na gut, wollen wir eigentlich irgendwann weitergehen oder noch eine halbe Stunde hier liegen? Wie spät ist es? 11:30. Und wir wollen auch noch woanders hin, ne? Und es gibt mal wieder eine kleine Planänderung. Da sind wir ja richtig gut drin, ne? Das ist spontan immer. Normalerweise hatte ich ja gerade gesagt, wir haben noch was vor, aber jetzt auf einmal haben wir doch nichts mehr vor. Und das kam nach dem Blick auf die Uhr. Und bei dem gleichen Blick auf die Uhr habe ich gesehen, 15.222.25, also 14, 13, 12.500, ne? Ja. Also über den Daumen haben wir dann heute 13.000 Schritte gemacht. Mhm. Das ist sehr gut. Und jetzt müssen wir nach Hause, ab an die Arbeit. Und Essen machen. Können wir nicht den ganzen Tag nur am Strand liegen, wo kommen wir denn da hin? Ja, geht nicht. So. Ja, gestern wurde es alles recht spät, ne? Wir kamen später nach Hause, ja, und dementsprechend verschiebt sich die Arbeit halt richtig, ne? Das war knapp. So, also jetzt müssen wir zu unserem Auto latschen und dann mal zusehen, dass wir nach Hause kommen. Das, was ursprünglich geplant war heute jetzt noch. Vielleicht morgen, oder? Hey, du kannst meine Sätze zu Ende reden. Oder? So hellseher oder so? Ja. So, also wir fahren jetzt nach Hause. Maria hat es schon beantwortet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mhm.